Wir drücken eine Taste zum Fortfahren und fahren auf Fahrt mit Let's Play Blackguards. Übersetzt im Google-Übersetzer als Blackcards. Vielleicht sollte ich das G etwas anders aussprechen. So, wir sind jetzt in Neta. Und schauen mal, was wir in Neta alles ausrichten können. Wow. Das wusste ich ja gar nicht. Also wenn uns ein Gegner niederwirft, brauchen wir Körperbeherrschung. Städte. In Städten rüstest du dich aus. Heilst deine Wunden und erhältst neue Quests und Informationen. Heiler. Kümmern sich um deine Wunden und Vergiftungen. Je ramponierter deine Gruppe ist, desto mehr Geld kostet die Heilung. Oh ja, sehr schön. Bei Wirten kannst du für ein paar Silbertaler übernachten. Cool. Lehrer Dregor, da ist die Wirtin, da ist der Heiler und da hätten wir einen Schmied. Im wilden Süden braucht ihr Waffen und meine sind die besten. Dann holen wir uns mal Waffen. Bei Händlern lassen sich viele nützliche Gegenstände erwerben. Auf der linken Seite ist das Angebot des Händlers, auf der rechten dein Gruppeninventar. Wir wollen unseren Gegenstand kaufen. Gut, machen wir. Wir kaufen unseren Gegenstand. Ziehen einfach vom Händlermenü in dein Gruppeninventar, um einen Gegenstand zu verkaufen. Ziehe ihn von deinem Inventar in das Händlermenü. Alternativ kannst du Gegenstände auch mit Umschalt plus Linksklick ohne Sicherheitsabfrage ein- oder verkaufen. Gut. Wir können uns nichts leisten. Aber eine Waffe wäre schon gut, vor allem für unseren kleinen Zwerg. 12 Gold für ein Beil. Hast du Rüstungen auch irgendwie? Oder Items? Nein, du hast nur Waffen. Okay. Schmiede haben also nur Waffen. Gönnen wir unserem Zwerg ein Kurzschwert um 10 Gold? Warte, ich muss erst mal schauen. Das ist alles, was wir haben? So. Wir haben nur 6 Gold dafür gekriegt. Ey, der Schwede. Nee. Wir können uns nichts leisten. Ist ja toll. Da ist ein Lehrmeister. Ein alter Schüler. Ah, ein neuer Lehrer. Sieht so aus, als wäre was Nützliches aus dir geworden. Kein Wunder. Warst schon immer ein Nichtsnutz. Hey. Dachtest wohl, die Götter hätten dich gesegnet. Jo, haben sie. Die Götter haben uns gesegnet. Wie schön du bist oder wie stark oder wie gewandt. An deinen Talenten musst du arbeiten. Schleifen, schleifen, schleifen. Jeden verfluchten Tag. Okay. Hören wir mal weiter zu. Stolperst du auch immer noch unvorbereitet in jedes Duell. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dir einen besseren Gürtel zulegen. Willst du Tränke und Wundbinden im Gefecht erst aus dem Rucksack hervorkramen? Gürtel sind wichtig. Aha. Und wir hören noch weiter zu, weil es so lustig ist. Ich bin so einem südländischen Scharlatan herum. Zobaran aus dem Hause Florios. Beim Zaubern mag das ja anders sein, Signore. Feuerzauber zum Beispiel. Dazu braucht es Mut. Aber das ist eben nicht alles. Man muss studieren, studieren, studieren. Jeden einzelnen Spruch. Genau. Und wir hören weiter zu. Feuerzauber werden ohnehin überschätzt. Aber die Leute wollen heute immer den leichten Weg gehen. Brachiale Gewalt. Natürlich, warum auch nicht. Von den Feinheiten unserer Kunst will niemand mehr etwas wissen. Oh Gott, welche Kunst jetzt? Komm endlich mal zum springenden Punkt. Manche Zauber setzen auch körperliche Kraft voraus. Wie der Corpo Fesso. Aber in der Regel zählen die inneren Werte. Aha. Intelligenz. Ausstrahlung. Tapferkeit. Und, wie lang und braucht er bitte? Männlein?
grobschlächtig wie ein Schlachter. Hä? Ein klobiges Beil kann er vermutlich schwingen. Aber wie sieht es mit einem Bogen aus? Jede Waffenart braucht Übung. Ja, das ist harte Arbeit. Dem hat uns einen Bogen verkauft. Na toll. Sehr harte Arbeit. Weißt du wenigstens noch, was ich dich über Verteidigung gelehrt habe? Nein. Gott, sag ja! Gegnern gegenüber kannst du nur den ersten abwehren. Also zählt was, um den weiteren Schlägen auszuweichen? Beinarbeit. Ah. Natürlich hast du das alles vergessen. Und wir hören nochmal weiter zu. Meine Warnungen sind in den Wind gesprochen. Natürlich. Geh und finde das Ende, das du verdienst. Wie freundlich er zu uns ist, das ist ein Wahnsinn. Wow! Sonst ist da nichts mehr. Der Lehrer, die Wirtin, der Heiler, keine Quest irgendwo. Gut, dann gehen wir aus der Stadt raus. Dann müssen wir uns wohl irgendwie um irgendwas kümmern. Wo geht's? Wo kann ich jetzt weitermachen? Wo kann ich weitermachen? Wo können wir weitermachen? Kennt sich irgendjemand mit dem Spiel aus? Da ist doch nichts mehr. Oh, zumindest habe ich nichts gesehen, also. Gute Frage. Die Götter zum Gruße. Wenn ihr mal verwundet seid, kommt zu mir. Ja, ich würde gerne irgendwas machen. Aha. Heute gar nicht gut gelaunt? Nein! Heute nicht, Donna Missanti. Schwierigkeiten? Jupp. Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Oh, für das einen ist nett. Silbertaler. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Nein! Ermordet. Das schöne Mädchen. Ja, die andere... Warte. Kanntest du sie nicht näher? Nein, wir waren nur flüchtige Bekannte. Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Übermorgen schon? Verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Warum? Sollen wir über unseren Folterkumpel quatschen oder quatschen wir lieber über Graf Urias? Ich würde sagen über Lysander. Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Okay. Nach Mengbilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nah, nicht wahr? Wahrscheinlich zu nahe. Und was ist mit dem Grafen? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. What? Was für ein Vater? Sollen wir übernachten? Bis irgendwann, Donna Missanti. Travia mit dir. Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. Hast du Geld? Händler! Riccio! Du? Solltest du nicht längst am Galgen hängen? Psst! Muss ja keiner wissen. Oh, ich konnte fliehen. Das ist jetzt so schwierig! Was machen wir jetzt? Soll ich sagen, ich konnte fliehen oder soll ich sagen... Ich will, dass wir freigesprochen wurden. Was machen wir? Ich weiß, was wir machen. Sollte meine Meinung falsch sein, kritisiert mich in den Kommentaren. So, ich konnte fliehen. Ich konnte fliehen, aber jetzt? Aber jetzt kommst du ausgerechnet zu mir. Du hast Nerven. Natürlich habe ich Nerven. Ich habe Elanor nicht umgebracht. Mag sein, mag nicht sein. Was willst du von mir? Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein, Horatio sagt, sie ist verschwunden. Hm. Und das solltest du auch tun. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wieder herzurichten, heißt es. Noch was? Ausrüstung ich kaufen. Brauche Ausrüstung. Wow, das Einzige, was wir uns leisten können, ist ein Messer. Woo! Hast du Rüstungen eigentlich? Und ein Federhut.
Wundbinde. Sorry, ich habe gerade im Stillen gelesen, ich sollte euch vorlesen. Aber ich lasse es so, dann könnt ihr es schon selbst lesen. Ich gucke mich nochmal da um, was es noch gibt. Oh, und wir haben da unten eine Traglast. So, ich hoffe, ihr seid fertig geworden mit Lesen. Messer. Talentdolche haben wir nicht. Toll. Sollen wir noch einen Gürtel kaufen? Aber dann sind wir total pleite. Oder doch lieber... Hey, Proviant kostet Silbertal, da haben wir ja 8. Eine Stolperfalle? Ein klassischer Stolperdraht, nicht tödlich, doch mit einem Kampf in einer Sekunde zählt können dem Opfer doch entscheidende Sekunden verloren gehen. Können wir einen haben? Gut, haben wir mal einen. So. Ich hätte gerne eine Waffe noch. Ich kaufe noch ein Messer dazu. Ist besser als nix. Bleibt uns noch mehr ein Gold übrig, aber egal. So. Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Schaufeln wir uns vorsorglich ein Grab. Natürlich. Natürlich. Bevor du weiterziehst, solltest du deine Werte steigern. Im Laufe der Geschichte erhält jeder der Helden Abenteuerpunkte. Und diese kannst du einsetzen, um Fähigkeiten zu verbessern. Klicke auf Plus. Okay, Charakterbogen. Plus. Charakterbogen? Ist das der Charakterbogen? Questlog. Inventar. Charakterbogen, da haben wir ihn ja. Im Charakterbogen findest du findest du alle Werte und Fähigkeiten deiner Figuren. Klicke auf den Heldenporträts, zwischen den Helden zu wechseln. Gut. Die Eigenschaften beschreibt die geistigen und körperlichen Grundwerte des ausgewählten ich kann nicht lesen. So. Also bitte wieder kurz selbst lesen. Ich untermale das mal mit schöner Musik. So. Ich hoffe, ich hatte genug Zeit zum Lesen. Kann ich da eigentlich was mit Plus, jetzt kann ich gar nicht die Talente steigern. Attacke. Der Mut. Kann ich den irgendwie steigern? Irgendwas mit Plus, aber ich weiß nicht, wie das gemeint war. Da dieses Plus, okay. Da kann ich nichts machen, da auch nicht. Kann ich da nur wirklich dieses steigern? Gut. Da machen wir mal seine Magieresistenz etwas höher und seine Astralpunkte. So, haben wir jetzt noch nicht mehr viele Abenteuerpunkte. Ja. So. Dann gehen wir mal zu Nathaniel. Zweihandhiebwaffen, Dolche. Du kannst mal Dolche Stufe 2 lernen. Hiebwaffen einen Punkt. Und dann kriegst du noch Armbrüste oder Bögen einen Punkt. Machen wir 2 Punkte in Bögen. Jo. Und die Grundwerte bei dir. Können wir da bitte irgendwas steigern? Nur die Magieresistenz? Ich will aber noch was anderes steigern können. Lebenspunkte! Cool! Passt! Der nächste Charakter! Muss ja auch sein. Ja. Ein Zuberan, der hat nur das Zauber. Können wir da irgendwas machen? Das ist gesperrt, aber wir können den Feuerball ein bisschen verbessern.
Sonst noch irgendwas? Und den Flammenstrahl. Die Wand können wir leider nicht mehr verbessern. Amatrutz, was macht denn Amatrutz bitte? Amatrutz! Schutzzauber. Und dann bei dir die Grundwerte noch etwas ändern. Ja, ich möchte speichern. Machen wir deine Lebenspunkte etwas höher. So. Jo. Und dann ab zum Friedhof. Mal schauen, was uns da erwartet. Kalamals Gruft müsste hier irgendwo sein. Gut, auch abseits der Weltkarte gibt es viel zu entdecken. Klicke auf eines der Gräber, um es zu erforschen. Über den grünen Wegpunkt kannst du in die Stadt zurückkehren. Grüner Wegpunkt ist in die Stadt zurück. Grüner Wegpunkt. Grüner Weg. Grüner Wegpunkt. Falls ihr den irgendwo seht, bitte aufmerksam drauf machen. Krypta, Kreuzung, Krypta, 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 zum Marktplatz. Ui. Na, dann schauen wir jetzt erstmal zur Kreuzung. Bin schon neugierig, was uns hier erwarten mag. Beide Hände hoch. Ich hoffe, keine Untoten. Und wenn, wäre es mal was Neues. Deckung und Sicherheit. Große Objekte auf der Kampfkarte bieten Schutz vor Pfeilen, Bolzen und vielen Zaubern. Hohe Objekte bieten mehr Schutz als halbhohe. Gut. Seite 2 auch. Handelnde Figuren auf dem Schlachtfeld versperren Sichtlinien. Dabei spielt ihre Größe eine nicht unterschätzende Rolle. Da ist ein Bogenschütze. Velkorn, du kannst ja mal kurz ihn anzünden. Ihn anzünden. Das mit dem Anzünden hat nicht gezeigt, funktioniert. Probieren wir es halt nochmal. Gut. Wir gehen mal hier hin. Strategisch vorgehen. Wer ist jetzt dran? Boah, toller Schuss. Zickzack ist fast das letzte dran. Dann gehen wir mal hinter den da. Kann ich dich nicht hauen? Gut. Hey, wieso konnte der uns hauen, wir ihn aber nicht? Finde ich unfair. Aber egal. So. Und lassen wir mal ein bisschen Feuer raus aus den Händen. Du kannst gleich einmal einen... Na! Wuchtschlag auf ihn machen mit 95% Erfolgsschutz. So. Sind das eigentlich Räuber? Diebe! Na, holla! Zack! Das war wohl nichts. Na gut. Man kann ja nicht alles haben. So. Du kommst dann mal zu. Und daher? Dann kannst du nichts mehr machen. Gut, dann machen wir mal das. Und dann wieder einen Wuchtschlag auf dich. So, wie viel hat der Dieb noch? Einen Punkt. Den ersten hätten wir dann ja schon mal. Ich hoffe, dass wir dann ein bisschen Ausrüstung finden. Zack. Da wollte ich jetzt keine unnötigen Punkte. Uiuiui. Wir müssen uns mit dem Zwerg ein bisschen zurückziehen. Für 80% Chance. Ich wollte nur schauen, wie viel Prozent Chance ich habe, aber jetzt haben wir immerhin 95%. Dann macht der Zwerg mal Folgendes. Der geht mal dahin nach hinten. So. Dann überspringt er mal seinen Zug. Dann sind jetzt wieder wir dran. So, rechte Maustaste drücken. Sauber Schaden. Flammenstrahl mit 92% Chance. Nein! Doch! Oh! Jetzt müssen wir auf den irgendwie. Das heißt, du gehst mal dahin.
Dann gehst du hier hin. Und du gehst dahin. Der ist da lang. Und du kommst hierher. So. Jetzt ist er wieder dran. Da kann er nichts machen. Dann geht er mal hinter den Zwerg da. Können wir die Karte hier drehen ein bisschen? Ne, können wir nicht. Schade. Überspringen wir mal den Zug. Und du kommst. Das ist belegt. Zwischen die zwei Steinchen. Dass ich mir die Figuren verwechsel, das ist echt gigantisch. So. Mal da lang. Und Zug überspringen. Jetzt kommt er daher. Das ist gut. Haha. Weil. Jetzt können wir ihn mal so kaputt hauen. Wer ist jetzt dran? Zubaran. Nein. Der schlechte Maustaste. Und dann einen Wuchtschlag. Ups. Ist gut. 9. Nummer 9. Nummer 9. Wer ist jetzt dran? Hallo. Der kann nichts machen. Dann überspringen wir mal. Kannst du irgendwas machen? Wieso kann ich die Karte nicht drehen? Dann überspringen wir halt nochmal. Der kann auch nichts machen. Gut, du gehst mal daher. So. Dann gehst du daher. Daher? Daher? Er will ja doch. Und wir greifen nicht an. Toll. Aber jetzt greifen wir an. Meinen normalen Schlag. Ich glaube, je länger wir, je mehr Runden wir machen, desto mehr haben wir Chancen, etwas zu verdienen. Jetzt kriegen wir es Beute. Handschuhe, Jagdpfeile. Ja, eine Golddukate. Naja. Regen wir uns nicht auf, ist ja immerhin besser als nichts. Kann ich da jetzt, was ist das? Rasten. Inventar. Dann kriegt er. Oh, noch ein Messen. Ja, gut, ja, warum auch nicht? Gürtel haben wir leider keinen gefunden. Aber Handschuhe hatten wir irgendwo. Die kann er haben. Ah, okay. Okay, ha. Dann geben wir doch lieber ihm die Handschuhe. Warum auch nicht? Und ein bisschen was zum Anziehen. Er braucht ja nicht immer so halbnackt herumrennen. Oder was meint ihr? Zum Friedhof. Oh Gott. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber. No risk, no fun. Wie so schön heißt. Gott, Skelette. Die haben 18. Ja, toll. Toll, toll. Kann ich irgendwas machen? Okay, im Kampf kann man das Inventar nicht benutzen. Na toll, wie mache ich das dann? Ja, geh du mal daher. Dann beendest du, dann gehst du mal daher. Du bist nämlich ein bisschen in Deckung und kannst trotzdem nichts machen. Gut, dann gehst du halt daher. Kannst immer noch nichts machen, dann gehst du halt daher. Kannst immer. Alter. Kann irgendeiner von den Figuren irgendwas machen? Wir gehen zuerst mal auf den mit Schild, hätte ich gesagt. Der kommt erstmal zu uns. Autsch. Verdammt.
Na toll. Sterb, Hexis! Oh, 12 Schaden mit einem Wuchtschlag. Das ist gut, das ist sogar... Kannst du nochmal angreifen? Er kann ja zweimal angreifen! Jetzt zwar nicht mehr, aber... Das gefällt mir. Welcher ist gefährlicher von den beiden? Ich habe nur mehr 9 Energie. Kann ich mich vielleicht heilen? Ja. Gefällt uns schon besser, wenn wir ein bisschen mehr Energie haben. Du... Ich hoffe... 15. Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Es hat keiner was gesagt, also... Kannst du den vielleicht... Wuchtschlägen? Gut, kann er, das ist gut. Vielleicht noch einen Wuchtschlag? Jetzt kann er nur noch mal, aber egal. So. Probieren wir es nochmal. Ja, gut. Hat nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich wollte. Aber egal. Nächstes Skelett haben wir down. Dann auf dich. So, machen wir das halt so. Eieiei, ich könnte Heilung gebrauchen. Springen wir mal kurz, dann heilen wir uns mal wieder kurz. So. Und dann hauen wir dich einfach mal. Ha, wir sind ausgewichen, das ist gut. Du kannst ja mal daher kommen. Weil, dann kannst du nichts machen. Toll. Doch, ein Wuchtschlägchen auf das Skelettchen machen wir mal. Das ist ein interessantes Grab. Es muss eins der anderen sein. Was kriegen wir? Schwacher Heiltrank, das ist gut. Schwacher Zaubertrank ist auch gut. Nehmen wir. Die Ausrüstung lässt zwar ein bisschen zu wünschen übrig gerade, aber... Naja. Die Krypta oder in die Krypta? In die Krypta oder in die Krypta? In die Krypta oder in die Krypta? Gürtel oder so wäre cool, wenn wir was finden. Sollen wir zuerst in diese Krypta gehen? Oder schauen wir zuerst mal da rein? Ich schau mal da rein. Boah. Was sind denn das für Viecher? Gruftasseln. Danke. Ich hasse Asseln. Gruftasseln. Ich hasse Asseln. Wenn du die Asseln eh so hast, dann machen wir das so. Oh nein, unser Zwerg wird eingekesselt. Ah, ein Rätsel. Interessant. Kann er irgendwie zaubern? 95%. Wie viel haben die eigentlich? Naja. Was? Weicht meisterlich aus. Ja, natürlich. Okay, haben wir zwar nicht, die haben nicht so viele Punkte, das ist gut. Aber unserem Zwerg geht's nicht so gut. Kann er nicht irgendwie zaubern, wenn er vielleicht eins näher kommt? So, bis daher. Kann er nichts machen. Unser Zwerg braucht irgendwie Verstärkung. Wieso könnt ihr alle ausweichen? Oh mein Gott, das wird ein Kampf.
Ja. Immerhin haben wir mal die erste weg. Ja, ja, unser armes Zwergelein. Er hat eine 70% Chance. Scheint so, dass wenn man schließ die nur die mit... verfluchten Löcher! Zack, hätten wir mal das zweite Loch zugemacht. Brauchen... Warten... Da ist der Gürtel, okay. Sinnesschärfe. Greifen wir mal normal an. Verdammt, unser Zwerg braucht unbedingt Heilung. Eieiei. Wenn schon mal zwei weniger. Die verfluchten Löcher. Ja. So. Er flieht mal kurz. Dann springen wir den Zug. Nein. Sind wir gerade tot oder wie? Ach du Schande. Nein, schnell! Verdammt, hoffentlich kann er. Eieieiei, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Kann ich so hingehen? Ich habe ihn echt den Weg abgeschnitten. Ich hoffe, dass der Kampf damit beendet ist. Nein! Ja, du alleine. Gegen alle. Wir müssen es erneut versuchen. Alter Finne, da sind ja die Grabasseln eine harte Nussschale. Gruftasseln. Ja. Ich hasse Asseln. Aber wir machen gleich mal dazu. Und dann gleich mal drinnen. Was? Geht nicht. Was? So. Die sperren ihn ein. Dann müssen wir mal das kaputt machen. Da haben wir den Weg mal kurz frei gemacht. Du gehst mal schnell dahin. Ich will nicht wieder den Zwerg verlieren. So, die erste wäre mal weg. Schließ die verfluchten Löcher! Ja! Gott, da kommt ja schon eine raus. Ach, er ist dran. Überspringt er mal kurz, dann macht er mal das Loch zu, würde ich vorschlagen. Sieht die Chancen gleich halt schon besser aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. 70%. Gut, dann gehen wir auf dich. Zaubern wir dir mal schön ein Feuermäntelchen, falls dir kalt sein sollte.
95% Chance, machen wir einen Wuchtschlag. Und Gott sei Dank, sie konnte nicht ausweichen. So, jetzt ist er dran. Jetzt geht er mal da lang. Er macht da das Loch zu. Jetzt ist er zwar wieder alleine, aber er könnte hier hingehen. Jetzt ist er dran. Ich kann nichts machen. Jetzt abwarten. Dann machen wir das auf dich. Haben wir einen weniger wieder. Das ist zwar nur kein Schaden, aber jetzt können wir die Viecher wenigstens mal schaffen. Ist aus. Schließ die verfluchten Löcher! Welche Löcher denn noch? Ach, da hinten ist auch noch eins! Ach, verdammt! Wir sind eingekesselt. Jetzt einen schönen Wuchtschlag draufsetzt. Ich muss eines von den Viechern wegkriegen, dass ich wieder Fluchtmöglichkeit habe. Wo war das Loch jetzt? Jetzt sehe ich das Loch wieder nicht. Da hinten. Uiuiuiui. Jetzt nichts machen. Dann verspringen wir mal kurz. Gar nichts machen. Er könnte noch einen Wuchtschlag machen. Gut, dann machen wir auf dich halt einen Wuchtschlag. So. Wir sind sehr lediert. Mal da das Loch zu. So, ich hoffe, dass wir jetzt alle Löcher erwischt haben. Weil ich sehe jetzt da keines mehr. Er ist dran, er ist dran. Er kann mal einen Heiltrank nehmen. Hat sich zwar nicht viel gebracht. Dann machen wir auf dich einen Wuchtschlag. Jetzt haben wir wieder einen weniger. Bleiben nur noch zwei. Gut, dann kommst du mal hierher. Jetzt ist wer dran? Er ist dran. Kannst du nichts machen? Gar nichts. Gut. Die sind alle noch ziemlich voll. Ja, ganz nicht mehr ganz so voll. Mistkerl. Mistkerl, genau so ein verdammtes Mistding. So, wieder eins weniger. Haben wir nur noch das eine. Geh du mal daher. Kannst du gar nichts machen. Kannst du ihn vielleicht heilen? Haben wir etwas mehr Gewinnchancen. Ausgewichen. So. Kann nichts machen.
So, wieder 5 Schaden. Kann ja nur daher gehen. Mach mal das auf ihn. Mach mal. Dankeschön. Dann machen wir noch einen Wuchtschlag zusammen. War es das jetzt? Alter, wir haben es geschafft. Jetzt kriegen wir das Beute. Heiltränke, ja. Sehr gerne. Das ist Ihr Sarg? Ja. Den haben wir aber schnell gefunden, als ich dachte. Liegt niemand drin? Ich sehe, dass niemand drin liegt. Riecht ihr das? Es riecht nach Rum. Warum riecht es nach Rum? Gute Frage. Hier liegt etwas. Eine Art Stein. Ich kenne diesen Stein. Lysander hatte ihn der Prinzessin geschenkt. Wir sollten gehen. Hui. Jo. Das war jetzt hier was. Dann gehen wir mal noch schnell zum Marktplatz zurück. Da sind ja die Mörder. Genau wie beschrieben. Mörder? Wir sind keine Mörder. Ach nee. Jeder, der in meinem Land das Gesetz bricht, ist ein Mörder, Wichtel. Ach nee, Wichtel? Halt die Klappe. Halt die Schnauze, echte. Stechen? Ich bin ein Florios. Meine Familie hat Geld. Wenn ihr wollt... Ich will nicht. Außerdem bin ich ein Zauberer. Meine Dienste... werden nicht gebraucht. Holt sie euch. Verflucht, verflucht. Ja, echt verflucht. Was ist das? Hotkey-Leiste, na toll. Ich wollte eigentlich beenden die Folge, aber... Ich glaube, ich werde nachher die Schwierigkeitsstufe ändern bei dem Game. Jetzt muss die mal zu uns kommen, das ist gut. Er geht mal dahin. Das schaffen wir sonst so nicht. Bei Angriff! Die haben noch so viele Hitpoints auch noch. Meine Güte. Kann ich irgendwas machen? 55% Chance, kann ich irgendetwas tun? So. Dann auf dich mal. Vielleicht treffe ich mich damit selber, aber... Nein, ich habe mich gerade selbst... Ich habe gerade selbst mal begangen. Wir hätten vielleicht rasten sollen. Naja. Menü können wir... das Spiel beenden, ja. Wir sehen uns dann nämlich in der nächsten Folge von Let's Play Blackguards wieder. Danke fürs Zuschauen.